Matthias Reinoso, ich würde dich auch gerne ganz kurz vorstellen. Du bist Chemielehrer an der Kantonsschule Riechenberg und du hast im Rahmen von einem Sabbatical dich in Moodle gearbeitet und dann das Projekt Säuren und Basen verwirklicht. Das ist so, dass ursprünglich mal ein analoges Leitprogramm zum Thema Säuren und Basen vorgelegen ist. Du hast es aber digital aufbereitet und auch erweitert. Und gibst uns da mal einen ganz kurzen Einblick. Ganz herzlichen Dank dir dafür und dann übergebe ich dir gerne das Wort. Ja, danke dir, Benaya, für die Einladung. Ich tue auch gerade mal den Bildschirm neu teilen. Jetzt sollte das sichtbar sein, ist das gut so? Bestens. Ich möchte ein bisschen zwei Ebenen fahren, vielleicht sogar drei. Zuerst mal ein paar Hinweise zum Moodle selber. Ich habe von verschiedenen Leuten immer wieder gehört, ja, wie funktioniert denn das Moodle, was muss ich da machen? Und einfach da kurz für die, die vielleicht da noch nicht so viel Erfahrung haben, das schnell durchgehen. Dann im zweiten Teil auf das Lehrprogramm selber, die verschiedenen Ebenen, einerseits von euch als Lehrperson, andererseits von den Lernenden selber und euch zeigen, was man da alles kann machen kann. Dass ihr also nicht alles mitschreiben und noch den ganzen Film schauen, auf dieser Seite hat es unten auch eine Anleitung verlinkt. Das ist da unten. Wenn ihr da drauf geht, dann kommt ihr zu einem PDF, den ich da auch schnell aufmache, wo eigentlich so die ganze Installation und die Vorbereitung von dem Kurs für euch zusammengestellt ist. Wichtig, verzweifelt nicht, wenn ihr das Moodle edu.ch, sorry, dort drauf geht. Ihr müsst nicht nur Vorname, Nachname, sondern auch das Schulkürzel angeben. Und das Ganze ist eigentlich genau gleich, wie wenn ihr in euer Intranet hier geht. Das heisst, bei mir wäre es jetzt eben matthias.renosso.krw und es ist ja gerade das Schulpasswort, das dahinter liegt. Ich weiss aber, zum Beispiel der Enzo hat mir gemeldet, dass er nicht reinkommt, dass es Leute hat am MNG und am LG, die nicht reinkommen. Da werde ich dann nachher schnell darauf zurückkommen. Wie ihr dazu kommt, ist auch beschrieben und auch da unten, wenn ihr dann eben mit dem Vorgehen, um das Ganze für euch dann verfügbar zu machen. Da wird jetzt nicht näher darauf eingehen, das ist alles beschrieben, sondern den Startpunkt erst schnell mit euch anschauen. Eben, ihr geht eigentlich von dieser Moodle-Seite aus und da gibt es wie zwei Ebenen. Wir haben jetzt zum Beispiel bei unserer Schule einen eigenen Moodle-Server, wo wir das den Kurs drauf haben, weil ich auch Kolleginnen und Kollegen habe, die an der Schule schon mit dem arbeiten. Wenn ihr das nicht habt bei eurer Schule, bietet der Moodle-Server von Kanton, das wäre jetzt eben der, moodle.edu.zh.ch, die Möglichkeit, dass ihr da euch einmieten könnt. Das habe ich vorletzten Herbst auch so müssen machen, weil unser Server da noch nicht gelaufen ist. Und da wird der ein kleiner Obolus in dem Sinne auch die Möglichkeit geboten, dass ihr mit der Klasse so einen Kurs machen könnt. Wenn ihr euch da einloggt, das ist wie gesagt eben das Login, das ihr von der Schule aus dann braucht, wenn ihr in euer Intranet geht. Und wenn ihr da eingeht, habt ihr auch auf der Startseite dann eine riesige Auswahl an Moodle-Kurs. Also ich darf schnell runterscrollen, da gibt es diverse Kurse schon, die ihr euch könnt, einschreiben lassen, ihr könnt die beziehen und wenn ihr da einfach mal durchscrollt, irgendwo weit unten, kommt dann eben der Kurs von mir. Was ihr da auch findet, gerade für die, die bei Moodle noch nicht so bewandert sind, unten dran hat es diverse, sage ich mal so Lernkurse, wie da zum Beispiel rechts, den habe ich am Anfang auch durchgespielt, um Moodle kennenzulernen. Ich habe das im Rahmen von meinem Sabbatical gemacht und habe vorher noch gar keine Idee gehabt, was Moodle überhaupt ist und wie das funktioniert. Also lasst euch von dem nicht abschrecken. Ich habe, wie der Benaya gesagt hat, ein Sabbatical gehabt, ein Halbsemester und das andere Halbsemester hat mir dann auch das den Innovationsfonds in dem Sinn ermöglicht, dass ich ein ganzes Semester daraus mache und an dem arbeite. Sicher eine gute Gelegenheit, um eben etwas Neues kennenzulernen. Und der Kurs, der daraus entstanden ist, den haben wir jetzt hier bei uns in der Schule auch schon mehrmals durchgeführt. Der sollte jetzt also soweit eigentlich auch verheben. Ich werde jetzt auf unseren eigenen Moodle-Server wechseln, dass ihr auch seht, wie das jetzt installiert ist. Wenn ihr da drauf geht, den Kurs anschaut, dann ist das in dem Sinn wie ein Rohfile.
Und da drin ist einerseits eben das Impressum drin, da ist auch der Download von dieser Kursdatei, den ihr dann könnt nutzen könnt. Dazu braucht ihr einen eigenen Kurs, das ist eben in dieser Anleitung beschrieben und das wäre eben da, wo ihr könnt das beantragen. Auf der Startseite, wenn ihr jetzt eben in diesem Bereich gar nicht erst einkämmtet, hat es ganz besonders links auch diverse Kanäle, wo ihr Hilfe könnt beantragen könnt. Es hat eine Telefonnummer, es hat eine E-Mail, es hat ein Webformular. Und da dahinter steht der Thomas Körner und eine Kollegin, wo ihr dann da auch kompetent könnt weiterhelfen könnt. Und herzliches Dankeschön, da geht auch noch Thomas sehr, sehr zeitnah darauf reagiert. Ich habe zum Beispiel jetzt für die heutigen Tage auch können, von denen, wo ich gewusst habe, dass nicht ihr kommt, da noch ein lokales Login können beantragen. Das heisst, ihr könnt es nachher selber oder mal ausprobieren. Wenn ich das auf meinen eigenen Server da der Schule dann übertrage, dann sieht das so aus. Ihr seht jetzt links, das ist die Ansicht von mir als Lehrperson. Daneben habe ich die Ansicht, wie das jetzt ein Schüler sieht. Und da auch mal grundlegend ein Unterschied. Wenn ihr jetzt das links und rechts vergleicht, hat es da zum Beispiel die gel hinterlegten Bereich, wo ich ausblendet habe für die Schüler. Das heisst, ihr könnt im Moodle in dem Sinne für euch wie den Kurs so bearbeiten, dass die Schüler eben dann nur das sehen, was sie sehen sollen. Das heisst eben zum Beispiel das Readme für die Lehrperson, das ist ausblendet. Das sieht der Schüler nicht. Er startet in dem Fall da nur mit dem unteren Teil, der nicht ausblendet ist, über das Moodle, wo also der Schüler dann erklärt wird, wie es vorgeht. Zum Impressum, das möchte ich euch schnell zeigen. Einerseits eben, weil da der Dank hinterlegt ist. Wie gesagt, das ETH-Leitprogramm, das da dahinter steht, das gibt es seit der späten 80er Jahre. Das habe ich sogar schon als Schüler durchgespielt und die Initiative, die dann von Amadeus Bertsch ausgegangen ist, im Rahmen von der Fachdidaktik, steht da eigentlich Paten, wo das dann weiterentwickelt worden ist. Ihr habt andererseits auch noch in der Umweltchemie, und da hat sich der Enzo auch noch verdient gemacht, der hat mir einen Teil übergeben, den ich da auch einbauen konnte. Und auch Bildmaterial, das möchte ich auch noch sagen, da hat es ganz gute Seiten. Pixabay.com, das sind eben Bilder, die ich für eine Common License nutzen könnte. Die sind von dieser Seite. Das sieht also der Schüler auch, das gleiche Editorial, das er hier sieht. Neben dem habt ihr eben das Readme für die Lehrpersonen. Das empfehle ich euch dann in Ruhe mal anzuschauen, wenn ihr dann den Kurs für euch verfügbar macht. Da sind Sachen drin, eben wie müsst ihr vorgehen, wenn ihr wollt, den eigenen Kurs verfügbar machen. Da müsst ihr zum Beispiel auch Kapiteltest mit Passwörtern versehen, dass die Schüler sich dann da können anmelden können. Aber bei euch müsst ihr vorbeikommen für das. Das heisst, die Idee vom Leitprogramm für die, die das vielleicht nicht mehr so präsent haben, ist, dass ein Thema unterteilt wird in kleine Schritte. Das zeige ich euch dann. Und am Ende von jedem Unterkapitel gibt es wie eine Lernkontrolle. Da dahinter steht das Mastery-Prinzip, dass man erst neues Wissen sich aneignet, wenn man das Alte verstanden hat. Das heisst, dass man wirklich stabil aufbaut, auf ein stabiles Fundament neues Wissen absetzt. Und das bedingt eben, dass die Schüler nicht einfach vorausschaffen können, sondern dass sie sich selber mit Rechenschaft ablegen. Das sind die Lernkontrollen, die wir nachher anschauen. Und am Schluss aber auch euch gegenüber müssen zeigen, was sie es verstanden haben. Das Ganze funktioniert mit dem Safe Exam Browser. Auch dazu findet ihr da eine kleine Anleitung, wie ihr den installieren müsst, wie das funktioniert. Also das wäre in dem Sinne dann der nächste Schritt nach der Anleitung, die ich euch vorgezeigt habe, könnt ihr das da dann abholen. Jetzt, wenn wir das Leitprogramm dann selber anschauen, da hat es einen kleinen Hinweis noch zum Moodle, da zum Beispiel auch, wo ihr könnt auf mobilen Geräten, also wenn es auch in der Schule zum Beispiel ein iPad hat, wo genutzt wird, da könnt ihr im App Store auch eine Moodle-App nachholen oder auch für die, die mit Android arbeiten, eine Alternative auf F-Droid oder auf Google Play Store, gibt es die alles auch. Wenn dann die Schüler in dem Kurs drin sind, das habe ich jetzt hier mit dem Teststudent, den ihr rechts nebendran seht, gemacht. Das heisst, der Teststudent, der ist in dem Sinn, sage ich mal, so mein Probeschüler, der da durchgeschafft hat und ich ein bisschen ausprobiert habe, für mich funktioniert das, ist eigentlich wie jetzt
ein Avatar von irgendeinem Schüler, den ich jetzt da nicht persönlich nennen will. Darum schauen wir jetzt immer mal ein bisschen über die Schulter. Das ganze Leitprogramm ist so aufgebaut, das seht ihr jetzt hier an diesen kleinen Schlösschen. Der Schüler kann nicht eigentlich irgendwo einsteigen, sondern er wird gezwungen, schön eins ums andere durchzugehen. Der Ablauf vom Leitprogramm ist da auf der Seite sichtbar. Es sind insgesamt 7 Kapitel. Und hinter jedem hat es eben so ein Schlösschen. 7. ist das Additum, das ist für die schnellen Schüler, die dann noch zusätzlich Material bearbeiten können. 6. Umweltchemie, 5. Puffer, 8. sind die ganzen Titrationen, 7. Säure-Basen-Reaktionen, 6.2, was eigentlich Säure und Basen sind, und eben 6 nach Grundlage. Und die Idee ist jetzt eben, der Schüler schafft eins ums andere durch und immer am Ende, das kommt jetzt hier rechts, kommt eine Bestätigung. Das heisst, der Schüler, wenn er da durch ist, hat er ein Kästchen, das er dann abhöckeln muss und sagen, ja, das habe ich jetzt erledigt, das habe ich verstanden, dann kann er den ersten Schritt machen. Das heisst, das ist mehr so ein bisschen eine psychologische Barriere. Eigentlich können die Schüler da durchgehen und Höckli machen, bis es eben nicht mehr weitergeht. Und weiter geht es eben einmal nicht mehr wie im Kapiteltest. Da müssen sie bei mir vorbeikommen. Ich muss ihnen das eingangs erwähnte Passwort setzen und dann können sie mit dem Safe-Exam-Browser den Test machen. Das ist eben in dem Sinne die Wissensüberprüfung. Aber bis dahin arbeiten sie eigentlich selbstständig. Sie haben in diesen Blöcken jeweils Theorie und dazu Übungen. Die Übungen sind ähnlich wie das, was Enzo vorher erwähnt hat. Das können einfache Multiple-Choice sein, das können richtig-falsch-Fragen sein. Das Moodle ist aber sehr vielseitig. Es gibt diverse Arten von Fragestellungen. Und was eigentlich da drin hinterlegt ist, ist ein riesiger Fragenkatalog, wo ihr auch selber könnt, wenn ihr den Kurs zu euch kopiert, anpassen könnt, Fragen, Formulierungen ändern. Das heisst, das wird jetzt von mir für euch einfach zur Verfügung gestellt, was ihr aus dem Kurs dann macht. Das ist euch überlassen. Die einzige Bedingung ist, es darf nicht einfach rausgehen, dass das die Schüler in dem Sinn zur Verfügung haben. So passiert, wir haben das früher eben auch auf PDFs gemacht und haben das so dann gehandhabt. Und ja, eines Tages haben wir dann herausgefunden, dass das irgendwo auf einem russischen Server gelandet ist und dort zur Verfügung gestellt worden ist. Wir haben das Glück gehabt, dass der Server auf Mail-Frage von uns recht schnell reagiert hat und das wieder weggenommen hat. Das hoffe ich, dass das jetzt da mit dem Moodle nicht passiert. Neben Theorie und Übungen, und das ist jetzt eben einfach die grosse Stärke von Moodle, kann man diverse weitere Aktivitäten einbinden. Zum Beispiel ein Quizlet, das man vielleicht auch kennt. Wenn da der Schüler oder die Schülerin drauf geht, dann landet er direkt bei so einem Quizlet. Das heisst, sie müssen das nicht mehr selber machen, sondern sie könnten das wirklich durchspielen. Also das ist natürlich nicht, dass man da alles sieht. Nehmen wir es raus. Und so eigentlich für sich das können lernen. Sie können zum Beispiel sagen, ja, ich möchte einen Zufallsgenerator. Und da dann müssen sie in dem Sinn für sich entscheiden, kann ich das, ist Chlor, Wasserstoff, ja, es ist HClG, gasförmig. Und das wäre eine Möglichkeit, dass das Moodle bietet, für die Schüler da direkt können, sich das zu erarbeiten. Wie gesagt, so werden sie durch das Ganze durchgeführt, dass sie jetzt im ersten Kapitel lernen, was sind Säuren, was sind Basen, wie funktionieren die, was sind die Merkmale von denen. Es hat immer Lernziele, wo sie für sich auch dem Sinn können überprüfen. Am Schluss habe ich das wirklich verstanden, kann ich die Punkte so abhäkeln. Das können Sie dann immer am Schluss auch mit einer Lernkontrolle selber überprüfen. Das heisst, die Lernkontrolle ist immer noch ein offener Bereich. Da können Sie für sich dann in dem Sinn wie einen Härtetest durchführen. Sie kriegen den Test direkt bewertet und die Fragen in dem Sinn korrigiert. Und wenn Sie empfinden, doch, jetzt habe ich eigentlich das verstanden, dann kommen Sie zu mir mit Ihrem iPad, starten den Safe-Exam-Browser, ich gebe Ihnen ein Passwort eingeben. Und dann sind sie in dem geschützten Rahmen, das heisst, der SEB ist wie ein Container eigentlich, wo nur jetzt die zugelassene Seite dann lässt. Und dort drin tun sie dann in einem separaten Räumchen, bei uns jetzt im Lehrerzimmer, den Kapiteltest durchführen. Wenn sie fertig sind, geben sie den ab
Und das Moodle tut in dem Sinn das dann gerade korrigieren. Das kann ich euch dann nachher auch noch schnell zeigen, wie das funktioniert. Und das ist für mich eine der grossen Stärken, die ich jetzt mit dem Moodle eigentlich gewonnen habe. Mit der Papierversion habe ich immer noch viel Zeit darauf verwendet, dass ich dann während der Lektion, wenn es möglich war, in der Regel aber in der Nachher, dann ja, über das ganze Lehrprogramm so einen Stapel Papier hatte und ich musste korrigieren. Dann musste ich zu den Schülern gehen, ihnen ein kurzes Feedback geben, das anschauen, was nicht funktioniert hat. Und das nimmt mir jetzt der Computer zu mehr als 90% eigentlich ab. Vielleicht noch ein paar andere Sachen, die jetzt hier eingebunden sind. Wenn wir da durchgehen, ist zum Beispiel auch möglich, dass ich in dem Moodle rein kann, mit deinen aktiven Einheiten noch anschauen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier in dem Laborteil rein sind, das kennt ihr vielleicht auch schon vom Gesehen her. Da drin kann ich jetzt zum Beispiel von der Colorado State kann ich da so eine Fettanimation einbauen. Das heisst, das ist direkt jetzt im Moodle drin. Das heisst, da können die Schüler dann sagen, gut, jetzt sollte ich da mal gewisse Sachen anschauen. Ich möchte jetzt da pH messen. Wasser ist wahrscheinlich nicht so spannend, aber wie sieht denn das jetzt zum Beispiel aus? Kaffee, was hat denn das für ein pH? Da können Sie es da drüber laufen lassen und sehen dann, ja, Kaffee hat einen pH von etwa 5. Sie können das auch mit Wasser noch verdünnen, Sie können pH-Änderungen so überprüfen. Also da muss ich jetzt nicht extra einen Link irgendwo ins Internet setzen, sondern das kann ich direkt ins Moodle integrieren. Es gibt auch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass ich Filme einbinden kann. Der Amadeus hat mir da vom WIT schöne Reihe gezeigt, wo er zum Beispiel Indikatoren vorstellt. Da kann ich direkt das Video da einbinden und die Schüler können das schauen, ohne dass sie jetzt da auf YouTube gehen, sondern es ist alles in dem Sinne an einem Ort für sie. Hat natürlich auch den grossen Vorteil, dass sie nicht wie früher an der Schule müssen, wo das ganze Material zur Verfügung steht, sondern sie haben das direkt auch immer zugänglich. Ich habe vorher kurz erwähnt, wie das aussieht mit den Kapiteltests. Das möchte ich euch schnell zeigen. Wenn die Schüler in dem Sinn da durchgeschafft haben und jetzt eben sagen, okay, am Ende vom Kapitel 1 absolviere ich den Kapiteltest, dann erscheint das bei mir, dass ich dann schauen kann und sagen, gut, Kapiteltest 1, schaue ich mal, was die Schüler da geleistet haben. Ich kann in diesen Kapiteltest auf Ergebnis gehen und jetzt da entweder alle Schüler anschauen. Ich habe jetzt da schon den Teststudent vorbereitet. Und wenn ich jetzt da hingehe, versuche überprüfen, dann sehe ich da, was hat jetzt der Teststudent da geleistet. Ich sehe, er hat 95% geleistet, dass er ins nächste Kapitel kommt, muss er 75 haben. Auch das tut das Moodle automatisch steuern. Das heisst, wenn er da mit 75 durchkommt, ist automatisch das Kapitel 2 freigeschaltet. Ihr seht da gerade ein paar Beispielfragen, eben einfache Wahr-Falsch, wie vorher beim Enzo auch. Oder es gibt also Auswahlfragen, wo man muss sagen, ja, ist jetzt die Substanz da ein Ampholyt, ist es eine potenzielle Säure, potenzielle Base. Da haben wir eine Frage. Fehler noch eingebaut, also gesehen, wenn es falsch ist, gibt es ein Kreuzchen, das heisst für den Schüler und auch für mich geht es sichtlich, wo ist der Fehler gelegen. Es gibt die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel grafisch etwas prüfe. Ich habe die Aufgabe gewählt, weil es relativ schwierig und für mich nicht befriedigend war, im Moodle drin irgendwelche Strukturen abzufragen. Also habe ich die Sache umgedreht und habe ein Horrorkabinett und eben auch korrekte Formen zusammengestellt. Das ist das da oben. Und was jetzt Moodle erlaubt, ist eine Art Abfrage nach Koordinaten. Das heisst, die Schüler packen da so ein Kästchen und die Idee ist, dass das kleine Fadenkreuz da auf die Struktur legen. Und das wäre jetzt ein Beispiel, wenn ich sehe, okay, Moodle hat jetzt eine korrekte Lösung nicht erkannt. Es ist ein bisschen neben dem Fadenkreuz gelandet. Ich habe immer die Möglichkeit, dass ich eben da auch die Aufgabe kann kommentieren, dass ich Punkte kann überschreiben und in dem Sinn am Schluss muss ich nicht alles korrigieren, sondern ich schaue noch schnell drüber, macht das Sinn, was da der Computer korrigiert hat und dann habe ich in dem Sinn das wie richtig. Weniger Punkte gibt es in dem Sinn nicht, der Computer macht nicht etwas richtig, wenn es eigentlich falsch ist, aber manchmal jetzt eben gerade bei so Aufgaben erkennt er eine korrekte Lösung nicht. Das wäre so also ganz im Schnellzugstempo ein
Durchblick durch das Moodle. Was ich euch auch noch mitgeben möchte, ist die letzte Seite. Moodle ist sehr gut dokumentiert. Wenn ihr da auf die Seite geht, docs.moodle.org, dann seht ihr da eine riesige Vielfalt. Die Sprache könnt ihr übrigens auch wählen. Die ist da unten dann angegeben. Also wenn ihr findet, nein, Deutsch ist langsam langweilig, ich wollte das Ganze auf Portugiesisch oder was auch immer, also wollt, könnt ihr alles einstellen. Standardmäßig lädt es auf Englisch und dann könnt ihr auch auf Deutsch umstellen. Ihr könnt da durchsuchen, wenn ihr irgendeine Frage habt, wenn ihr nicht wisst, wie ihr mit dem umgeht. Ja?